Damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar YouTubers Live. Ich habe dieses Spiel vorhin schon mal kurz angezockt. In einem zweiten neuen Spiel ist allerdings aufgefallen, dass das Tutorial nicht mehr geht. Ich habe es auch nicht wieder hinbekommen, das heißt, wir müssen das Ganze jetzt ohne Tutorial spielen. Ich weiß so ungefähr, wie es geht und was ich da machen muss. Aber gut, müssen wir halt mal ohne Tutorial auskommen. Und damit würde ich sagen, starten wir erstmal ein neues Spiel. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin der beliebteste YouTuber. Ich verwalte mein eigenes Netzwerk. Es war ein schwieriger Weg bis dahin. Das ist meine Geschichte. So, und damit geht es los. Als allererstes müssen wir natürlich erstmal einen Charakter machen. Ich hoffe mal, dass die Musik nicht allzu laut ist. Wenn das irgendwie soundtechnisch zu laut sein sollte, bitte mal ganz kurz Bescheid sagen. Kommentar oder Nachricht oder keine Ahnung was. Dann steigt das in der nächsten Runde runter. Sie hatten ja so komische Schminke auf der Wangen. Na gut. Nein, dann muss er hier oben. So. Machen wir mal dit oder dit. Nein, das geht ja mal gar nicht. Nee. Sieht ja irgendwie aus wie frisch aus Final Fantasy eingerollt. Wir machen mal das. So, wir nehmen... Oh, das sieht mir zu traurig aus. Das sieht böse aus. Nee, wir machen mal das. Obwohl, grün gefällt mir besser. Ach du meine Güte. Nee. Nein. 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 Wir nehmen, glaube ich, das. Soll der einen Bart haben? Nee, das passt gar nicht. Mütze passt auch nicht wirklich. Obwohl, noch so eine Cappy? Nee, lassen wir mal ohne. Können aber bestimmt nachher noch wieder was anderes anziehen, vermute ich mal. Was haben wir denn hier? Nee. Oh Gott, nee, das geht da gar nicht. Ach, ein T-Shirt, so mal mit schwarzes T-Shirt. So, nee. Oh, das sieht doch hart aus, ey. Nein. Nehmen wir hier noch eine kurze Hose. Sieht gut aus. Haben wir noch mehr? Andere Sachen? Ne, alles noch nicht freigespielt. So, Schuhe. Was passt denn dazu? Nee. Nee, das beißt sich. Nee, das sind so Riesentreter. Da gefällt mir irgendwie wirklich gar nichts von. Ach, wir nehmen jetzt die roten oder die... Wir nehmen die, so. So, was haben wir denn für eine Eigenschaft? Superstar, du bist ein Meister der Videos und dein einziges Ziel ist es, mehr und mehr zu machen. Jeder Like und Abonnement zählt. Habgierig, deine Fixierung auf Geld ist nichts Neues. Du bist ein Wirtschaftsexperte. Und du weißt, wie man mit Videos Geld macht. Nö. Gesellig. Du liebst es, neue Menschen kennenzulernen und in Geselligkeit zu leben. Neue Freunde zu treffen ist dein Lieblingshobby und eine unendliche Kontaktliste ist dein Ziel. Dich kümmert es nicht, was andere denken. Zu lernen und neue Dinge zu erlernen macht Spaß und ist einfach. Du bewirbst dich für dein Studium. Partytier. Gibt es etwas Wichtigeres als Ruhm und Popularität? Du willst Spaß haben, ohne Sorgen. Also hab eine tolle Zeit. Nee. Romantisch. Dein Lebenstraum ist es, eine besondere Person zu finden. Du wirst nicht aufhören, diese Person zu suchen, bis du sie gefunden hast. Dein Seelenverwandter wartet auf dich. Boah, ich würde ja echt mal irgendwie in die Richtung gehen. Machen wir auch. So, hier können wir aktuell nur Gaming auswählen. Wahrscheinlich, weil das ja noch Early Access ist. Machen wir mal. So, das können wir auch machen. Das Ganze benennen wir mal wie mein Channel. Na, da fehlt ein S. Und damit geht's los. Na, ich glaube, ich mache den Sound doch noch ein
bisschen leiser. So. Alles klar, wir fangen jetzt gerade erst an. Schauen wir beim Spielen zu. Unermüdlicher Editor, gute Noten. Das heißt, wir müssen auch zur Schule gehen. Das habe ich ja vorhin im Tutorial schon alles gelernt. Hier oben Infos über unseren Kanal. Gibt es nochmal Detailinfos. Ist natürlich aktuell noch gar nichts gemacht. Damit würde ich erstmal sagen, spät haben wir das. Wir haben es aktuell 9 Uhr. Oh mein Gaming-Video, was haben wir denn hier für Spiele? Empire Planet 2. Das können wir hier machen. Ein Gameplay. Machen wir doch mal. So, was haben wir hier? Niedrige Auflösung, Mikrofon, Mono-Ausgabe, Arbeitsplatz, 12 Renderpunkte. Das sind Renderpunkte. Ah, steht hier unten noch. Das Ganze können wir dann durch Aufrüsten des PCs. Ich kann es mal gerade zeigen. Na, also geht da halt einkaufen jetzt. Können wir halt hier noch ein paar andere Sachen, was dann die Qualität des Videos steigert und... Na, ich habe auch nur ganz kurz angespielt, um zu schauen wegen der Quali. Ich habe es jetzt auch voll, besser geht's nicht. Gut, jetzt würde ich hier erstmal das Video weitermachen wollen. Jetzt wird alles auswählen, noch nicht gespeichert. Also, fortsetzen. Empire Planet 2 Gameplay Nummer 1. So. Nur hier haben wir so ein bisschen Infos zum aktuellen Spielbildschirm. Deine Verbündeten haben dich verraten. Okay, jetzt müssen wir hier irgendwie was zu machen. Mörderischer Blick. Ich glaube, das könnte passen. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Machen wir einen fröhlichen Kommentar. Und das war's auch schon. Wir haben keine... Was soll immer das der Punkt? Ideenpunkte sind das, glaube ich. Es gab auch nur zwei Spielebildschirme und damit können wir erstmal auf weiter. So wie das hier funktioniert, das habe ich noch nicht so ganz rausbekommen. Jetzt habe ich ja hier zwei Pfeile und hier zwei Pfeile. Ich habe da noch keine Ahnung zu. Ich weiß das noch nicht. Wenn das einer von euch weiß, was man damit machen muss, kurz unten in die Kommentare. Weil, ob das überhaupt einen Sinn hat, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, rendern die ganze Geschichte. Interesse 48%, Inhalt 12, neuer Rekord. Videoqualität 1 und Nachbearbeitung 7. Verdiente Erfahrung. Ja, hoch damit mit dem ganzen Krams. Braucht seine Zeit. So, hier oben haben wir, glaube ich, noch neue Karten. Du hast eine neue Karte erhalten. Lustiger Kommentar. Winkende Begrüßung. Ja, wäre ganz gut beim Anfang, glaube ich. Unlustiger Kommentar. Ja, das kann ich auch sehr gut, glaube ich. Sinnloser Kommentar. Na, bin ich auch Profi drin, glaube ich. Winkende Verabschiedung. Das könnte man... Ja, braucht da nur einen so einen Ideenpunkt. Mörderischer Blick. Wahnsinn, hatten wir vorhin auch, glaube ich, schon. Und eine fröhliche Äußerung noch. Was haben wir noch? Einen singenden Kommentar. Und das war's. So, dann wird das jetzt hier rumdüdelt. Gehe ich mal in die Schule. Schule? Nicht essen. Schule. Lernen. Weil wir haben hier eine Prüfung und die ist am 31. Januar. Ich glaube, da haben wir knapp, ja, wir haben schon 3. Januar haben wir schon. Wir gehen natürlich abends in die Schule, weil Abendschule. Über Tag haben wir halt nichts zu tun. So, da haben wir auch schon die ersten beiden Aufgaben fertig. Schauen wir beim Spielen zu. War die erste Aufgabe. Es gibt dafür XP. Da sollten wir ein Video hochladen. Unermüdlicher Editor. Na, hochladen. Videos, nur für 2. Achso, ist jetzt schon eine neue. Ah, okay. So, wir sollen ein Spiel kaufen. Und dafür würde ich allerdings erstmal sagen, wir gehen erstmal eine Runde pennen. Weil unsere Anzeige hier oben ist schon relativ niedrig. So, aufstehen bitte. Dann gehen wir jetzt noch flink was futtern. Die Zeit läuft aber auch schnell, muss ich sagen. Also nicht so lange brauchen wir vom Arbeitszimmer, aka Schlafzimmer, zum Kühlschrank. Hier so 2-3 Stunden und dann nochmal 4 Stunden essen. Würde ich am Tag aber nichts fertig kriegen. So, wir sind wieder voll aufgeladen.
Wir wollen mal eine Runde einkaufen. Wir sollen ja ein neues Spiel kaufen, steht hier. Wir gehen auf Amazing On. Der Amazon-Verschnitt in dem Game hier. So, was haben wir denn hier? Dieses Spiel ist voll angesagt. Hast du darüber nachgedacht, dieses Spiel zu kaufen? Dann ist ja die Zeit gekommen. Zögere nicht. Ja, wir kaufen das erstmal. Battle of Upper Earth. Kaufen. So, und auch selbst wie im echten Leben liefert Amazing relativ flott. Aber in der Zeit würde ich jetzt... Na, da war ja gerade schon unser Paket. Beenden. Öffnen. Dann können wir Spiel wählen. Dann haben wir hier nochmal ein Gameplay-Video raus. Das kann erstmal alles so bleiben. Fortsetzen. Ja, am Anfang wiederholt sich da ziemlich viel. Das Spiel hängt sich auf. Unlustiger Kommentar. Kann man das eigentlich auch irgendwie überspringen? Ladebildschirm. Ein singender Kommentar. Aufnahme beenden. Und das Ganze hier zusammendüdeln. Ich würde trotzdem echt gerne wissen, was das sein soll. So, machen wir das und einen Titel wählen. Das gerne tauschen. Nein. 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 So, Ganze wieder rendern. 61%, Inhalt 7, Videoqualität 8, neuer Rekord. Nachbearbeitung 8, auch neuer Rekord. Bin ich mal gespannt. Mal hochladen das Ganze. So, in der Zeit gehen wir erstmal wieder in die Schule. So, ja, die Mutter meckert wieder. Die Schule hat angerufen und mir gesagt, dass du schon eine Menge in dieser Woche verpasst hast. Lass den Computer mal in der Ecke stehen und lerne mehr. Wusste schon, dass du mit Auslandsarbeit etwas Geld dazu verdienen kannst. Indem du auf die Tür klickst, kannst du arbeiten, aber vernachlässige deine anderen Pflichten nicht. Ja, ich weiß, aber momentan sieht es noch relativ gut aus hier. So, kauf ein Spiel, das haben wir gemacht. Zurück zur Schule. Da kommen wir doch gerade weg. Dann machen wir nochmal ein neues Gaming-Video. Machen wir das nochmal. Gameplay-Video starten. Fortsetzen. So, normales Spiel. Na, lustiger Kommentar. Ach, das war's schon. Mehr haben wir schon mal gar nicht. Ah. Also rein das Ding. Titel wählen. Rendern. Ja, das kommt natürlich jetzt nicht so gut an. Aber naja. Laden wir natürlich hoch. Müssen dann auch mal bald wieder pennen gehen. Ach komm, wir hauen nochmal ab hier in die Schule. Weil wir ja so gerne in die Schule gehen. Oh, ja, hier. Dieses Ding geht ja mal gerade. Battle for Upper Earth geht ja mal gerade richtig ab hier. So, wieder zwei Aufgaben fertig. Unermüdlicher Editor. Und zurück zur Schule. Schule, ein wunderbarer Ort, um Freunde zu finden und zu lernen. Um neue Aufgaben zu erfüllen? Ja. Die Schule ist nicht die schönste Sache, aber du musst dahin. Ja, ich weiß. Glückwunsch, du hast Level 2 erreicht. Wenn du einen weiteren Level aufsteigst, kannst du neue Ausdauerpunkte, Skills, Videos und weitere Objekte im Laden freischalten. Klicke auf den Erfahrungsbalken, wenn du freigeschaltete Gegenstände ausführlich sehen möchtest. Ah, okay. Maximale Glühlampe, du erhältst 3 zusätzliche Ausdauer. Ach, Ausdauer soll das sein, alles klar. Gibt 4 neue Karten. Und Magnifying freigeschaltet. Verbreite das Wort unter deinen Freunden, um dein Video zu fördern. Okay. Ich würde allerdings sagen, wir pennen erstmal eine Runde.
Ja, die Mutter will wieder meckern. Ich möchte ein... Achso, ist gar nicht die Mutter. Ich möchte ein Gameplay-Video machen. Weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehmen oder bearbeiten soll. Könntest du eines machen von das Hochland? Ich werde dir das Spiel schicken. Alles klar? Mystic 5, End of Seasons, Gameplay vor dem 14. Januar. Was haben wir denn heute? Den 9. Das wird das Spiel wahrscheinlich sein. Jawohl. Dann würde ich aber erstmal was essen vorher gerne. Essen. Er latscht da wieder ganz gemütlich hin. Also haben wir ziemlich viele Punkte. 10 Punkte schon. Da könnte ich schon ein bisschen weiter mitkommen. Das machen wir erstmal hier ein neues Gameplay-Video. Von Mystic. So, wir nehmen auf Mystic 5, End of, keine Ahnung was. Würde ich sagen, fortsetzen. Mal großartig was ändern, wir haben noch nichts gekauft hier. Dann schauen wir mal. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Mach mal lustigen Kommentar. Du hast ein Puzzle gelöst. Was habe ich denn hier? Kann ich das überspringen? Nö. Oh, ich habe sogar einen Countdown, sehe ich gerade. Alles klar. Achso, das war schon. So, das Ganze wieder irgendwie zusammendüdeln hier. Hä? Das verstehe ich noch nicht so ganz, aber nun ja. Haben wir raus den Krams. 48% nicht gerade hoch, aber Inhalt 32, Videoqualität 22 und Nachbearbeitung 18. Neues Level. Das sieht auch irgendwie gleich verpixelt aus hier. Egal, hochladen damit, dann ist meine Bekannte hier auch zufrieden. Es gibt, wir kriegen sogar $20 dafür und 250 Erfahrungspunkte. Ja gut. So, Empire Plan 2, das wollen wir, brauchen wir nicht bewerben. Ach, machen wir einfach mal hier. Was haben wir denn hier? Empire Plan 2, Videos sind noch nicht so verbreitet. Gut für dich. Ich kann nicht glauben, dass sich ein selbsternannter YouTuber so bescheuert beim Nachbearbeiten der Videos anstellt. Ja, gut. Das ist wirklich interessant. Gut gemacht. Ich möchte gar nicht wissen, wer dieses Video gemacht hat. Ja, ich war's nicht. Ich habe auf dein erstes DAL-PC-Video gewartet. Ja. Wir haben schon 552 Abos und 1600 Abos. Also jeder Dritte, der ein Video anklickt, ist auch ein Abo da. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir noch? Gute Noten, ganz wichtig. Wir haben den 11. Wir gehen mal eine Runde lernen. Ja, da kommt die Mutter wieder, die will bestimmt wieder rummeckern. Ach, da kommt die Bekannte. So, wir können, glaube ich. Danke, dass du ein Video hochgeladen hast. Ich werde all meine Freunde erzählen, wie gut du darin bist. Ja, genau. Lach, lach, lach. Wo wir schon dabei sind, wusstest du, dass ich ein paar Wochen eine sehr wichtige Spielmesse ist? Du kannst dich dort mit anderen YouTubern treffen und etwas bekannter werden. Allerdings kostet das Ticket $100. Oh, ziemlich viel. Aber fehlen nur noch 8. Hol dir das Geld und wir gehen zusammen hin. Gerücht zufolge gibt es dort auch ein paar Sonderausgaben von manchen Konsolen. So,
wie du frisst, in Bearbeitung. Kommende Veranstaltung, Prüfung, 31. Aber wir haben noch eben Zeit. Oh, wir haben eine neue Karte gekriegt. Intro mit Logo. Okay. So, da würde ich hier jetzt erstmal sagen, machen wir noch ein neues Video. Wir nehmen... nein, ich würde gerne... Das hier. Ich möchte gerne... Da, das möchte ich haben. Meine Güte. Das ist jetzt der zweite Teil, glaube ich, sein, ne? Oh, jetzt haben wir nur noch 9 Renderpunkte. Gerade eben haben wir doch noch 10. Und hier sind sogar noch 12. Hä? Ach, das hat damit was zu tun. Alles klar. Neues hier. Geh auf die Messe. Ja, schön. Lade ein Gameplay-Video hoch. Habe ich gemacht. So, Ladespiel. Okay. Winkelbegrüßung. Du bist ein Level aufgestiegen. Fröhliche Äußerung. Zeit bevor das Spiel startet. Lustiger Kommentar. Ja. So, dann das Ganze hier wieder rumdüdeln. Vier und... Nein, Weichfokus lassen wir mal raus. Wir machen jetzt mal das. Rendern. 13,6 Stunden. Das dauert schon länger, wa? 59% Interesse, 77% Inhalt. Videoqualität 3. Nachbearbeitung 33. Okay. Hochladen. Oh, eine neue Karte. Professioneller Kommentar. Ja, cool. So, wie sieht's denn aus? Wir müssen 14 Uhr. Wir rennen nochmal in die Schule. Und danach gehen wir was essen und dann pennen. Na, ich würde sogar sagen, wir gehen erst pennen. Ist eh schon 23 Uhr. Komm her, geh pennen. Deine Mutter kommt. Yay! Weh, die meckert jetzt wieder, dass ich zu wenig lerne. Ja, muss halt warten, bis ich wieder wach bin. So, jetzt meckert sie erstmal. Oder? Nee! Sehr gut, du hast diese Woche eine Menge gelernt. Herzlichen Glückwunsch. Oh, cool. Wir haben eine Menge gelernt. Ja, wir waren noch ziemlich oft hin, glaube ich. Wie sieht's denn da aus? Prüfungsdatum. Wir haben gelernt, sind im grünen Bereich. 5-mal gelernt. 10. Februar ist das Ding. Die Game World. Wir haben hier noch ein paar, echt noch 14 Tage Zeit. Also wir können uns jetzt erstmal wieder noch ein bisschen auf... Wir könnten... Nein, wir machen mal ein neues Gaming-Video. Machen hier nochmal eins von. Obwohl das gar nicht mal angesagt ist. Das hier nehmen wir, weil das ist auf jeden Fall noch angesagt. Wir machen das. Ja, das kann jetzt erstmal so bleiben. Das bewerben wir mal gerade. So, Ladespiel. Winkende Begrüßung auf jeden Fall. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Machen wir das. Okay, das war wahrscheinlich nicht so gut. Ach, sollen mir diese Symbole sagen, was ich ungefähr da machen soll? Du bist zerstört, während du den Gegner angegriffen hast. Machen wir einen professionellen Kommentar. Ach, dann gibt es diese... Ah, so langsam komme ich dahinter, wie das Ganze funktioniert hier. Und trotzdem verstehe ich das noch nicht so wirklich. So, das ralle ich echt noch nicht. Das irgendwie was hiermit zu tun, was ich... Nee, das erhöht das Ganze ja nur. Ja, so, rendern. 104 Inhalt. Videoqualität 14, Nachbearbeitung 42. Ich weiß gar nicht, wie viel wir überhaupt machen müssen. PC schon, hoppla, es scheint so, als würde mein PC Probleme machen. Nein!
Ich sollte den Zustand mal überprüfen. Info. Ja, der ist, ne? Kaputt. So, ja, das haben wir gemacht. Unermüdlicher Editor haben wir gemacht. Deine Leidenschaft ist das Erstellen von Videos und du veröffentlichst mehr und mehr Videos jeden Tag. Ja, geil. Auch nochmal wieder 5 Videos hochladen. Achso, der kann das nicht selber? Er war repariert, also wollte ich mir einige neue Komponenten im Computerladen ansehen. Ich konnte einfach direkt per Mausklick auf Ausrüsten. Ach, jetzt ist das Tutorial wieder da. Ah, weil so weit war ich nämlich beim letzten Mal noch gar nicht. Also im Endeffekt jetzt alles das, was ich beim letzten Mal schon gelesen habe, hat er weggelassen. So, wähle dein PC aus und drücke auf Ausrüstung. In diesem Laden kannst du alle möglichen Sachen kaufen, um deine Arbeitsstation aufzuwerten. Jede Komponente für sich hat eigene Renderpunkte. Oh, und man konnte auch die Bearbeitungssoftware aufrüsten, um mehr Effekte hinzufügen zu können. Level up. Auch so. Ich habe 84 Dollar. Ne, ich habe mehr. Ich habe 93. So, was soll ich jetzt machen? Die Software? Wie soll ich hier denn? Schnittprogramme. Wir haben doch hier nur Final Premiere Lite. Das haben wir ja schon. So, 250 viel zu teuer. Tastatur. So, hier kommen noch ein Renderpunkt dazu. Monitor. Ne, viel zu teuer. Viel zu teuer. Vielleicht noch eine neue Maus. Auch noch einen Renderpunkt. Eine Webcam auf jeden Fall. Also wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Webcam. Besseres Mikrofon. Kopfhörer bringt mir nicht so wirklich was. Bringt ein bisschen mehr Qualität. So, Schnittprogramm haben wir schon. 80 Dollar. Kaufen wir. Erinnere dich daran, dass Taken so direkt um die Ecke ist. Ein Selfie machen. Okay. So, erstmal eine neue Karte. Lustige Begrüßung. Und da haben wir auch schon unsere... Öffnen. Eine Tastatur. Und da kommt das nächste Paket. Eine Maus. Was fehlt jetzt, glaube ich, noch? Das... Die Webcam und ein neues Mikro, glaube ich, oder? Die Webcam. 3 oder 4 Sachen gekauft. Mach ich doch, dass wir ein neues Mikro gekauft hatten. Was ist das? Status. Ich... Talente. Jump and Run, Rennsport, Sandbox, Puzzle und so. Wir generieren 10% mehr Likes. Was haben wir hier? Erste Eindrücke, nehme dein erstes Gameplay-Video auf und gebe deinen Zuschauern einen Vorgeschmack des Spiels. Das Beste holt man aus Spielen raus, die gerade erschienen sind. Ansonsten verlieren die Leute das Interesse. Ja, das machen wir. Was haben wir noch? Achso, das sind unsere Einkommen, 22 Dollar pro Monat. Also das sind die Karten, die wir haben. Oh, okay. So, hier haben wir wieder was bekommen. Ein bisschen XP. Wir haben noch 9 Punkte. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal noch ein Gaming-Video. Schule geben wir heute mal nicht. Wir machen... Was haben wir denn hier noch? Nein, falsch rum. Okay, dann machen wir das hier. Das ist noch angesagt. Oh, was war das gerade? Ein Preview. Ah, wir können jetzt Previews machen. Alles klar, so. Niedrige Auflösung, Mikrofon, kein Filter. Wieso ist denn... Na gut. Arbeitsplatz 15, verfügbare Renderpunkte 15. Yo, Lord Battle for Other Earth Gameplay Nummer 4. Ist irgendwie stumpf das Spiel. So, Ladespiel. Winkende Begrüßung, fröhlich, was wir machen, die winkende Begrüßung. Achso, ich sollte ja vielleicht mal wieder hier drauf achten. Das wären die beiden. Interaktiver Ladebildschirm. Unnützer Kommentar. Lustiger Kommentar. So, jetzt wieder so ein Hauptmenü. Aufnahme. Was heißt das? Ist das ein Joker? Nee, ist kein Joker. Machen wir das. Na, aber dann wird das draufgerechnet.
Nur das Ganze jetzt. Nein. Da dahin und da dahin. Das können wir auch mittlerweile alles machen hier. Weiß nicht, ob uns das was bringt. Und eine Runde rendern. 140 sogar. Inhalt und Nachbearbeitung 57. Das ist auch cool. Neues Level Nachbearbeitung Nummer 7. Und hochladen damit. Ich erinnere mich jetzt, als ich zurück in mein Zimmer kam, entschied ich mich dazu, es umzugestalten. Klicke auf dein PC, um einzukaufen. Klicke auf Dekorationsladen. Einkaufen. Schon wieder shoppen. Jo, das wird wahrscheinlich der hier sein, der IDEA. Angelehnt an IKEA. IDEA ist der beste Laden, um Dekorationen zu kaufen. Ne? Stimmt allerdings. Aber vergiss nicht auf Bestätigen in dem Einkaufswagen zu klicken. Manche Karten sind Objekten versteckt, die man erst noch finden muss. Manche Karten sind... Ach so, sind in Objekten. Ah, okay. Alles klar. Wir haben nicht gerade viel Kohle. Ich würde mir dann vielleicht... Boah, was haben wir denn hier? Und viel haben wir ja nicht. Big Kill Poster. Fotorahmen, viel zu teuer. Wäschekorb brauchen wir nicht. Grünen Teppich. Ich würde mir erstmal das Poster kaufen hier. Dein Poster hat das Lager verlassen und wird in Kürze bei dir eintreffen. Cool. So, was für die Mutter? Die meckert jetzt. Ja. Du hast so gut wie nichts in dieser Woche gelernt. Ich hoffe, nächste Woche wird es besser. Ja, Mama. So. Achso, das darf ich noch nicht mal selber auswählen. Okay. Gib zwei neue Karten. Tanzende Begrüßung. Ach du meine Güte. Achso, jetzt habe ich die zweite weggeklickt. Mist. Dann bin ich auch ein kleiner Idiot. So, wir gehen jetzt nochmal schnell lernen, weil sonst ist die Mutter böse. Achso, können gar nicht bewerben. Das ist mir zu teuer. Mann, die braucht aber lange, den kleinen Schrank da zu putzen. Hallo, mein Computer ist kaputt gegangen und ich kann einen meiner Videos nicht bearbeiten. Ich habe aber gehört, dass du darin ziemlich gut sein sollst. Könntest du das für mich hochladen? Ich werde dir das Spiel dazu schicken. Ja, ja, machen wir. $60, cool. Hallo, ich habe gehört, dass ja, das war... Achso, von Cosmic Hamster für dein PC machen. Es würde mir viel bedeuten. Ich kann im Moment keines hochladen. Ich schicke dir das Spiel. Ich werde es dir schicken. Ja, ja, alles klar. So, das haben wir auch wieder. Gab 2000 XP, nice. Und dadurch scheinen wir schon wieder Level Up zu sein. Was haben wir hier? Vor den 27. Jahren, das heißt, wir haben 5 Tage Zeit, um das Gameplay zu machen. So. Da würde ich sagen, machen wir schnell das Video für ihn. Na, ihm geht's nicht gut. Ich sollte erst pennen. Ich sollte auf jeden Fall erst pennen. Game World, ich werde nicht teilnehmen. Nee, für $17. In Bearbeitung, Prüfung. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch lernen. Ich mache jetzt aber erstmal das Video für den netten Herrn fertig. Das ist auch nicht gerade gut. Machen wir ein Preview oder machen wir... Nur machen wir ein Preview. Video starten. Kein Filter. Mono-Ausgabe. Fortsetzen. Na, der PC ist auch schon wieder kurz vorm Ende. Du solltest mir aufnehmen. Ja, chill mal. Du startest die Aufnahme. Intro mit Logo. Obwohl das eigentlich für unseren Kollegen ist, ist mir aber gerade egal. Ausschnitt. Sinnloser lustiger Kommentar. Das Spiel hängt sich auf. Müssen wir ja den nehmen. Interaktiver Ladebildschirm. Was haben wir hier? Müssen wir auch das nehmen. Ich finde es cool, dass der... Naja gut, okay, sitzt hier mit dem Gamepad. Ich glaube, der spielt alles mit dem Gamepad. So, dass wir den irgendwie zusammendüdeln hier. Und das kommt genau hin. Wow, 7% Interesse war... Oh, das sieht irgendwie nach Mario Bros. Aus. Das ist Super Mario World, glaube ich.
Videoqualität 80, Nachbearbeitung 86, Inhalt 118 und Interesse 7%. Ja, ich glaube, das interessiert meinen Leuten nicht so. Meinen Abonnenten. So, ich will jetzt aber erstmal hier was essen auf jeden Fall. Weil Rendern dauert ja sowieso noch eben. Oh, wir müssen auf jeden Fall noch in die Schule. Oh, eine neue Karte. Coole Begrüßung. Was haben wir denn hier? Das ist so ein... Kann man die immer benutzen, wo so alles gestapelt ist? Oder ist das nur so ein allgemeiner Platzhalter? Gut, wir gehen das aber erstmal schnell lernen. Ich bin dein Vater. Ups, Entschuldigung, falsche Wohnung. Ich sehe, du hast einiges an Zeug hier. Würdest du mir Poster überlassen, damit ich es meinem Sohn geben kann? Boah, komm. Super, ich bin mir sicher, da wird das Poster, es geht die Wohnung runter und XP auf 10% hoch. Ja, cool. Du hast eine neue Karte erhalten. Ernste Begrüßung. Ach, wir sind doch nicht ernst. Wir müssen noch ein neues Gameplay wieder machen. Wir machen jetzt nochmal... Ah, das ist noch so mittelmäßig. Das ist nicht so gut. Na, ich möchte... das haben. So, noch eine Runde Gameplay. Ein Video starten. Das kann alles so bleiben. Fortsetzen. Ich sollte... Ah, Mist, da war ja noch... Ja, das ist, wird ja sehr gut angenommen. Nein, meine Augen, ich hoffe, dass du das Video aus dem Kanal entfernst, bitte. Wir haben bereits sehr viele angespielte Videos von Cosmic Hamster auf anderen Kanälen gesehen. Du solltest eins machen, wenn ein Spiel rausgekommen ist. Ich kann nicht glauben, dass sich ein seltsamer YouTuber so bescheuert beim Nachbarn in den Wiesern stellt. Nee. Okay, das kennen wir schon. Wir haben bereits sehr viele angespielte Videos von Cosmic Hamster auf anderen Kanälen gesehen. Du solltest eins machen, wenn ein Spiel rausgekommen ist. Ach Gott, heul nicht rum. Oh, ich verliere euch Abonne. Alter, nein, weg, pfui. Nein, das Spiel, ja gut. Aber das macht man nicht alles für Freunde. Ja, da rennen mir die Leute gerade weg. Ich sollte vielleicht mal ein Spiel kaufen, mein neues. Leech of Giants, oder Broken Words. Das scheint sehr gut zu sein, ist gerade erst rausgekommen. So, nichtsdestotrotz, wir haben den 25. Wir können jetzt eigentlich noch schnell, können wir nicht. Wir müssen erst das fertig machen. Beenden kann man es, glaube ich, nicht. So. Ladespiel. Winkende Begrüßung. Das Spiel hängt sich auf. Was haben wir denn hier? Können wir gar nichts von benutzen. Machen wir einen unlustigen Kommentar. Du hast ein verstecktes Item gefunden. Ein mörderischer... Hä? Interaktiver Ladebildschirm. Lustigen Kommentar, sinnlosen Kommentar, unlustigen... Machen wir einen lustigen Kommentar. So, weiter. Na komm, weiter. Das ganze komische Ding rendern. Ein bisschen was drunter klatschen. Und weg damit. 27% Interesse. Das ist auch nicht mehr gerade wirklich viel. Knapp 20.000 Aufrufe, 3.333 Abonnenten. Hochladen, so öffnen. Neues Spiel ist da. Wir gehen aber erst noch eine Runde lernen. Also ich glaube, wer mein Tag als kleiner YouTuber noch wirklich so bedroht, ist nicht alles, warum ich dich gebeten habe. Ich dachte, ich könnte dir vertrauen. Hä? Okay, im Endeffekt habe ich jetzt was gemacht, was er gar nicht wollte und habe noch dadurch weniger Abos. Hey, fuck. Entschuldigung. Ah. So, wir müssen auf jeden Fall pennen. Mist. Ja, wir sollten nur was hochladen, aber wir müssen doch wahrscheinlich auch ein Gameplay machen, oder? So, jetzt haben wir aber erstmal... Na, das geht ja wahrscheinlich noch nicht. Grafik-Adventure. Das Spiel ist voll angesagt. Na, wir können aktuell noch kein nix wieder machen. Wie komme ich hier raus? Wahrscheinlich mit Escape? Nee. Nee, ich möchte
eigentlich. Dann Gameplay-Video von machen. Da machen wir ein Preview davon. Das ist gerade rausgekommen, ne? Machen wir das so. So, das Ganze einmal fortsetzen. Broken Words Preview. Ich wollte warten, bis das. Ja, das wird auch nicht gerade besser hier. So, wir haben allerdings. Müssen gleich zur Schule. Ja, Mama, stolz auf uns. Yeah! So, wir haben jetzt den 28. Wir können gleich nur einmal lernen. So, du startest die Aufnahme. Rübergeschüttetes Musikvideo? Nein, sinnloser Kommentar. Das gibt aber Ärger. Ne, das mache ich nicht. Du hast ein Kapitel beendet. Ja, toll. Muss ich das jetzt machen oder was? Es gibt auf jeden Fall Ärger. Ja gut, mach das halt. So, machen wir den singenden Kommentar. Ach Gott, weil wir den verkacken damit. Und Ausschnitt. Ja, geht dann nur noch das hier. Das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Das wird so schlecht. Können wir das weglassen? Weil das gibt Ärger. Ich will das nicht mehr drin haben. Darf ich mir von dir ein paar Spiele ausleihen? Spiel verleihen. 60% Inhalt, 85%, Videokodier 72%, Nachweisung 21%. Auf jeden Fall hochladen. Ich möchte dich heute Abend gerne ins Kino einladen. Ich habe keine große Erwartung, aber ich habe gehört, der Film soll großartig sein. Kommst du mit? Ja. Gut, und wie wir uns da entscheiden, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.